Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Final Fantasy VII Rebirth. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich habe eben im Offscreen mal getestet, wie das ist, wenn man den Schwierigkeitsgrad einen runterstellt, also auf einfach. Und es ist durchaus einfacher, ne? Deshalb ist es der Schwierigkeitsgrad einfach. Aber was mir viel mehr aufgefallen ist und was mir gut gefallen hat, dass ich das... die Leiste der Esper viel schneller füllt und man somit die Dinger viel, viel schneller rufen kann, und ich finde das gut. Man hat bis jetzt noch gar keine gesehen. Einmal haben wir eine gerufen, die Schokobo und Mogri, aber das war ja, ne, lächerlich, wie lange das gedauert hat. Deshalb habe ich es jetzt erstmal auf einfach gelassen. Wenn ich aber das Gefühl habe, na klar, dass es zu einfach ist, dann stellen wir es wieder zurück. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass es so Spaß machen kann, und wir gucken mal. Wir versuchen es erst einmal, ich möchte da ehrlich zu euch sein. Genug. War das schon alles? So. Und dann gucken wir mal. Das war jetzt sehr schnell, ne? Und natürlich für Schwierigkeitsgrad einfach die beste Demo, um zu zeigen, hey Mensch, drei Schläge, die sind tot. So soll es natürlich nicht bleiben. Wenn es so bleibt, wie gesagt, und wir stellen das fest, dann... Das ist der Unterschlupf. Ein altes Lagerhaus, das früher mal Shinra gehörte. Gut möglich, dass sie es mit Fallen gespickt haben. Seht euch besser vor. Sollte, wie gesagt, sollte das auffallen, dass es jetzt zu leicht ist und so, dann stellen wir natürlich wieder zurück auf normal. So. Ich dachte gerade, da sitzt einer mit einer Fackel in der Hand. Oh. Was hier passiert? Ach, das ist eine Falle, 100 Pro. Die Kiste ist gelb. Das. Warum stehen wir uns eigentlich tot? Ist doch unser Versteck hier. Muss man dir echt alles erklären? Um den Alleskönner in die Irre zu führen, natürlich. Aber wo führen wir ihn denn hin? Kannst du nicht einmal dein Hirn einschalten? Wenn er uns hier tot liegen sieht, zieht er sofort wieder ab. Tote muss man schließlich nicht nochmal töten. Du bist so schlau, Boss. Das ist der geniale Plan, der uns schon mal das Leben rettete. Operation. Wecke Becks Bande auf. Und wie? Man kann aber nicht echt sterben, wenn man sich zu lange totstellt, oder? Aber wie? Ich glaube, ich kann hier hoch. Ist da draußen vielleicht irgendwas, was das Ding hier steuern kann? Warte. Die Musik ist cool. Wie soll ich die aufwecken? Wie lange sollen wir uns denn noch totstellen? Bis die Luft rein ist und jetzt schweigt wie ein Grab. Man kann aber nicht echt sterben, wenn man sich zu lange totstellt, oder? Hier ist was, guck mal. Ich bin wach! Ich bin wach! Arsch auf, oder was? Wie kann man nur so pietätlos sein? Das ist Störung der Totenruhe! Na, leg hier! Was ich sagen will, könnt ihr das nicht die zivilisierte Menschen regeln? Bei Gespräch und der Gentleman! Okay, komm. Ich weiß, wir sind Vampir. Aber das hier haben wir nicht geklaut, sondern ganz ehrlich und legal. Und wer finde, das war's. Stimmt, du hast recht. Ja, wenn man es so betrachtet. Ja,
Für wie viel? Niemals. Okay, du kriegst aufs Maul. Träum weiter. Okay, aber sieh auf! Nein. Schuss auf Ende! Zettel ist geplatzt! Ihr miesen Betrüger hat es aber schon! Komm her, komm her, komm her! Das Firmenabstand sind ja weggehen! Durch Dolph versuchen wir Magie. Feuerfrau ausgezeichnet. Das war's. Linker Arm oder auf Bert? So, die anderen haben mit Sicherheit auch wieder irgendwas. Natürlich haben sie nichts. Den K. Oh, er hat mir praktisch das Leben gerettet. Das Spiel ist raus. Guck mal da, der Balken geht los von unserer Beschwörung. Eis. Limit. Kreuzschlag. Das war's dann. Hatten wir auch noch nicht so oft, ne? Und wir können unsere... Komm. Tob dich aus. Zeig mal, was du kannst, mein neuer großer Freund. Und so. So, warte, wir machen mal Magie, Vita. Oh. Barret? Felswurf, Gipfelschwinger? Stufe gestiegen. Haut endlich ab! Ich hab die Faxdicke! Faxdicke, Faxdicke! Faxdicke, dicke Faxdicke, Faxdicke, Faxdicke! Mit dem Geld hätten wir endlich einen Neuanfang machen können! Mehr wollten wir doch gar nicht, verdammt! Genau! Zum Beispiel unsere eigene Firma gründen und ihr mal Handel betreiben! Wollen wir Ihnen nicht wenigstens ein bisschen was anbieten? Wie wär's mit 2000? Euer Roboter hättet auch für locker so viel verkaufen können. Sündigen Leben. Die Firma weg, GmbH und KOKG. KOKG. Angestellte.
Sklaven. Was soll ich sagen? Freunde, Familienmitglieder? Sklaven. Sklaven? Red keinen Blödsinn, Blödmann! Und du setzt dir keine Flausen in den Kopf, kapiert? So, Jungs! Wir starten unseren ersten Arbeitstag, und zwar mit einer Schatzsuche! Ein Vermögen mit der Hund! Ja, Herr Direktor! Ja, Herr Direktor! Das für einen Neuanfang reicht? Wer weiß. Unsere Gruppe hat 5 EP erhalten. Protosubstanz der Beckbande. Oh. Was genau passiert hier gerade? Fliegen wir durchs All? Wow, ist das hell. Was? Sein durchdringender Blick gefällt mir. Fragt sich nur, ob er auch im Kampf bestehen kann. Der Typ hat 6 Arme. Das heißt, wir werden irgendwann gegen ihn kämpfen, wahrscheinlich. Oh Gott, das ist schlimm hier. Cloud! Herzlichen Glückwunsch zur Sicherstellung der Protosubstanz. Ich war bereits so frei, sie einem Scan zu unterziehen. Die Analyse läuft. Falls ich weitere Protosubstanzen orten sollte, melde ich mich wieder bei euch. Ach ja, und es gibt da noch eine Sache. Ich habe vorhin eine leichte Interferenz festgestellt. Gesichert kann ich noch nichts dazu sagen, aber möglicherweise suchen auch andere nach Protosubstanzen. Warum das? Das versuche ich herauszufinden. Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. Danke. Protosubstanz der Beckbande erhalten. So, prima. Dann kicken wir mal, wo es weitergeht für uns. Moment. Da hinten haben wir noch was, wo wir kämpfen können. Da auch hier sind noch 2 Missionen. Wie gesagt, damit man noch schneller vorankommt und wir auch nicht alles doppelt machen müssen. Versuchen wir es natürlich überall hier. Wir können ja mal kurz nur testweise, was hat uns hier gefehlt? Wir gehen mal hier hin. Und holen das mal nach. Einfach nur mal um zu gucken, wir haben es ja letztes Mal nicht geschafft. Also eine Sache hat uns ja da gefehlt. Bei dem Kampf hier, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Nährstoff tanken. Wie verhindere ich das? Wo sind die? Der Baum hält mich fest, ich komme nicht weiter. Hier, Kampf wiederholen. Dann machen wir das mal. Okay, wir haben schon verkackt. Können wir gleich wieder? Wobei das jetzt gar nicht so wichtig, finde ich.
Ich will jetzt eigentlich nur mal gucken, wie man das verhindern kann. So, wenn jetzt... Oh, hat er natürlich nicht. Fast hätten wir es geschafft. Fast. Aber wir hatten leider keine Magie mehr. So, nochmal Magie und auf den. Es wird hart ausgezeichnet. Hey. Das ist das hier und nicht weiter. Jawohl. Gut, den haben wir. Dann gucken wir mal, was wir hier hinten noch machen können. Was wir hier hinten noch machen können. Hier bei dem hier. Vielleicht schaffen wir den ja jetzt. Machen wir mal Chocobo. Oh, was hat er? Achso, da lang dieser Weg war das. Da ist es doch. Wie gesagt, gegen den haben wir letztes Mal auch gar keine Chance gehabt. Jetzt gucken wir mal, ob es besser läuft. Feuer? Feuer frei! Ja. Das war's! Ja. Und tschüss! Ja. Okay, läuft besser auf jeden Fall. Brenne! Oh, Barrett hat mal. Wann kann denn Dings mal? Ja. Au, au, au. Und weiter. Schockzustand. Kleine Show, fällig. Jetzt wird abgerechnet. Sauber. Ich finde, man kann ja einfach so die Möglichkeiten viel mehr ausleben, wenn man das, Was hast du? Auf ein bisschen leichter macht. Mein Geruchssinn ist nicht mehr der, der er mal war. Nicht seit Hojo an mir experimentiert hat. Ohne eine Chocobo-Nase hätten wir diesen Fall vermutlich nicht gelöst, wie ich zugeben muss. Vielleicht sollte ich bei den Chocobos ja mal in die Lehre gehen. Aber sehr, sehr fair, dass er das dann auch sagt, ne, dass, dass das gerade nicht so gut läuft. So, wir fliegen mal darüber. Können wir uns erst einmal kurz hinsetzen. So, einmal wieder komplett ausruhen. Wie gesagt, diesen Limiter-Angriff haben wir bis jetzt noch nie geschafft. Wir haben das mit der S-Bahn noch nie geschafft zuvor. Einmal.
Aber jetzt finde ich, läuft es viel besser. Ne? Also macht doch so vom Spielgefühl viel mehr Spaß. Und du hast sicher auch brav mitgeholfen, was? Das mürrische Hündchen soll natürlich auch seine Belohnung bekommen. Schnapp zu! Und das hier ist deine Belohnung. Aber mal was... Eulenreif. Ich habe gehört, Broden geht es nicht so gut. Wenn ihr das nächste Mal in Calm vorbeikommt, schaut mal nach ihm, ja? Okay. Neuer Auftrag fürs Grasland verfügbar, wo? Guck mal, hier unten haben wir auch noch einen vergessen, da können wir vielleicht auch noch mal hin. Rachsüchtige Raserei. Hier sind neue, das heißt, wir sollen wahrscheinlich zu den Dings gehen. Vorher machen wir hier nochmal einen Abstecher hin. Zack. Laufen. Erledige alle Gegner im Zeitlimit. Das versuchen wir jetzt. Ich glaube, hier ist es uns sogar gelungen, dass wir... Ja, genau. Dass wir das erste Mal... Feuer. Den sollten wir gleich haben. Es wird halt ziemlich schwach. Oh, er ist auch einsatzbereit. Heiß. Das war's. Brenne! So, wir könnten Titan wieder beschwören, aber wir lassen es jetzt mal. Komm, hau rein, Barry. Sauber. Gut so. Unsere Gruppe hat 5 EP erhalten, traumhaft. So, dann haben wir hier so ziemlich alles geholt, was wir holen wollten. Ich mach mal hier kurz weiter. Schnellreise, laufen. Ich weiß gerade nicht, was wir da nicht geschafft haben, aber... Mach einen Gegner schockanfällig. Okay. Wie funktioniert das nochmal? Wo ist das? Auf Fertigkeiten, Analyse. So, schockanfällig, wo steht das? Besiegt? Geschockt. Immun, wirksam, leicht resistent, stark resistent. Diese seltene Spezies von Kalmwölfen ist durch den Einfluss von ausgetretenem Marco mutiert. Ihr Körper steht unter Strom und sie jagen mit Hilfe elektrischer Einladung. Versieh sie mit einer negativen Zustandsveränderung, um sie schockanfällig zu machen. Einer negativen Zustandsveränderung. Habe ich sowas überhaupt? Handgranate wird es wahrscheinlich auch nicht sein, oder? Also geschwind auf zur Sache, bevor wir noch zur Beute werden. Das war's! Alles kurz und klar!
Kiste gehen. Wollen wir Handgranate werfen? Friss! Ich wüsste nicht was. Was macht denn Bio? Ah, Schockanfall, hat geklappt. Das war's. Feuer frei. Los geht's. Verschwende. So. So, okay, dann haben wir den auch. Hier haben wir versagt, ne? Froschverschlinger. Ach, die haben uns verwandelt. Genau. Wollen wir da vielleicht auch mal einen Abstecher kurz hinmachen? Wo waren die nochmal genau? In dieser Richtung. Ach komm. Weiter, weiter. Immer noch nicht. Oh, Backe. Dass man, ich vermisse so ein bisschen, dass man richtig springen kann und so, ne? Das fehlt mir so ein bisschen in dem Spiel. Muss ich gestehen. War aber beim Remake schon so, also beim ersten Teil 7. Genau, das sind diese zwei Feuervögel jetzt hier. Vielleicht sind sie ja vom Kämpfen gar nicht so viel schlechter geworden, aber vielleicht zieht es uns weniger ab, wenn die uns treffen. Warnung! In dieser Umgebung hält sich mindestens ein gefährliches Ungeheuer auf. Wenn ihr das nicht identifiziert, wird ganz verfolgt. Dann reicht niemand, wird du wolltest in deinem Frosch aber nicht. What? Übernimm du. Roger, ich übernehme. Halt, lass mich mal. Jetzt oder nie. Keine Chance. Okay, das ist deutlich einfacher. Feuer ist ziemlich schwach. Der Feind ist geschwächt. Das Spiel ist aus. Okay. Froschverschlinger. Abgeschlossen. Kampf wiederholen brauchen wir nicht. Hier ist dieser Vogel. Wir machen vorher nochmal einen Abstecher zur Stadt. Hier hin. Da sollen wir mit Bradley nochmal sprechen. Ne, wie heißt der? Brandon. Wie ist der nochmal? Ich hab's vergessen. Wie viele Leute wohl waren? Gut. Wir machen auf jeden Fall noch einmal kurz ein Nickerchen. Da ist es. Ach, er ist auch hier, aber denen geht's wirklich nicht gut. Willkommen. Nächtigen Sie in unserer Herberge? Ja, bitte. Einmal kurz ausruhen, Energie voll machen, bitte. Dankeschön. Schön, euch wiederzusehen. Ihr seid Shinra also entkommen. Oh Gott. Wir haben gehört, dass es dir nicht so gut gehen soll.
Das spricht sich ja schnell rum. Habt ihr euch Sorgen gemacht? Wenn ihr schon hier seid, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich wurde gefragt, ob ich beim Besorgen von Bauteilen für eine Windmühle behilflich sein kann. Aber in meinem Zustand geht das nicht. Könntet ihr das vielleicht übernehmen? Was denkst du? Wir schulden ihm was. Tun wir ihm den Gefallen. Die Kopfschmerzen und Schwindelgefühle machen mich fertig. Ich habe es in meiner Jugend wohl etwas übertrieben. Tja, dafür zahle ich jetzt den Preis. Kopfschmerzen und Schwindel. Sonst noch was? Manchmal höre ich Stimmen. Stimmen, die mich rufen. Sie verlangen, dass ich zu ihnen kommen soll. Oh mein Gott. Ach, vergesst es. In welcher Beziehung stehst du zu Shinra? Als ich jung war, habe ich in der Garde gedient. Doch dann sind meine Eltern gestorben und ich habe Shinra verlassen, damit ich ihr Geschäft weiterführen kann. Wieso bist du Shinra feindlich gesinnt? Das ist eine lange Geschichte. Kurz gesagt hat Shinra nicht nur meine Familie, sondern auch meine Heimat geraubt. Grund genug, sie zu hassen, oder nicht? Stimme ich zu. Du kommst doch aus Kalm, oder? Diese Stadt wurde einst von Shinra zerstört. Sicher, sie wurde wieder aufgebaut. Aber meine Heimat kann ich sie nicht mehr nennen. Ich bin nur deshalb noch hier, damit ich den Grund für meinen Hass nicht vergesse. Nicht die gesündeste Lebenseinstellung. So, okay, wir nehmen den Auftrag natürlich an. Danke. Die Einzelheiten wird euch Mildred erklären. Sie wohnt in der alten Siedlung am Meer. Schaut einfach nach Windmühlen. Warum habe ich das Gefühl, dass das letzte Mal, dass wir ihn sehen? Und das wird unser Verhältnis zu Red stärken. Ich hoffe mal, das kommt nie wieder vor. Vermute ich jetzt einfach mal. Bleibt ja nur noch er. Windmühle am Meer, das muss ja hier sein. Auf zu Mildred. Das heißt, diese grünen Punkte sind wahrscheinlich die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und dann haben wir es geschafft, ne? Adäquate Windnutzung. Können wir schon mal eine Schnellreise hier rüber machen, zack. So, okay. Dann werden wir die Folge noch einmal beenden. Wenn du Bock hast, schaltest du morgen einfach wieder ein. Und dann machen wir weiter. Ich weiß noch nicht genau, womit. Zur Schlange können wir noch nicht. Die ist noch sehr stark. Ich gehe mal davon aus, wir kämpfen uns jetzt durch diesen Bereich hier und kommen von hinten. Da müssen wir vielleicht gar nicht gegen die Schlange kämpfen. Wobei ich sie doch schon gerne in den Arsch treten möchte. Oder ihr in den Arsch treten möchte. Wir kommen jetzt einfach von hier. Analyse 3 haben wir noch. Hier haben wir noch was. Einen Turm sehe ich aktuell nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es keinen mehr gibt oder wie auch immer. Vielleicht kommen noch welche dazu. Ich weiß es noch nicht, aber okay. Wir machen in der nächsten Folge auf jeden Fall erstmal hier bei dieser Nebenmission weiter, zack. Und dann gehen wir hier unten mal hin. Wir können uns den Vogel da mal angucken auf Stufe 22. Ich weiß gar nicht, aktuell sind wir Stufe was? 21, okay, wir werden sehen. Alles klar, Freunde, dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da, passt auf euch auf und dann sehen wir uns morgen, wenn du willst. Ciao, ciao.